weit sind wir gekommen. Es war one hell of a trip, wenn man so will. Aber jetzt ist es endlich soweit. It's from Bowser! Ja, aber wieso gehe ich nicht direkt in die Kanone? Heute ist Bowser-Zeit. Mario war nochmal pinkeln und jetzt gehen wir ab in die Bowser-Welt. Das wird Schikane. Beziehungsweise ich glaube nicht mal, dass es eine Bowser-Welt ist. Ich denke, wir gehen einfach rein, dann heißt es Bowser und ich weiß wieder nicht, was ich tun muss. Wobei ich ja wirklich sagen muss, die Bosse allesamt waren doch relativ fair. Wobei allesamt, erinnere ich mich jetzt an 8 Stück. Kriege ich die 8 Stück wieder zusammen? Also die, an die ich mich erinnere, die waren ja auch wirklich allesamt fair und transparent. Und ich hoffe einfach mal, dass das bei Bowser auch zutrifft. Oh, warum ist es immer du, der meine Pläne durchkreuzt? Du bist solch eine Pest. Wie übersetze ich Pest am besten ins Deutsche? Okay, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass du mir Sorgen bereitest. Ich werde dich wie ein Paragumba swatten. Oh shit. Ey, er steigt in den Ring. Ey, ist das geil. Okay, was hat er vor? Ah, okay, er kann die Felder in Lava verwandeln, beziehungsweise die Bodenplatten mal wieder kaputt machen, so wie ich ein Steastoffs Zahnrad kaputt. Oh, nette Attacke. Nettes Porträt. Nette Attacke. Nette... Oh, die ist nett, die Attacke. Ich nehme alles andere zurück. Hä? Er kann sich selbst gegen die Bomben hauen. Ist das geil. Okay, das heißt, es ist mehr oder weniger Survival jetzt hier angesagt. Survival. Mama fuck. Tut mir leid. Ja, komm. Aber warum habe ich nur das Gefühl, dass das wieder so ein Kampf ist, der vielleicht 2 oder 3 Stufen hat? Wobei, gab es das jemals im Mario 64 Hack, dass Bowser mehrere Stufen hatte? Eigentlich nicht. Also warum mache ich mir Sorgen? Was? Hatte ich nicht mitgerechnet. Aber jetzt sehe ich auch erst, dass sein Schwanz mit Stacheln gespickt ist und ich ihn deshalb nicht greifen konnte. Okay, also nochmal von vorne. Erstmal nochmal von vorne. So. Weil das sieht tatsächlich machbar aus. Es sieht tatsächlich machbar aus. Also werde ich jetzt mal nicht versuchen. Das klappt, aber warum schaffe ich es denn bitteschön nicht, über ihn drüber zu springen? Zwei Treffer habe ich gelandet, aber aus irgendeinem Grund bin ich zu deppert, um über ihn drüber zu springen. Kann mir mal einer erklären, woran das liegt? No. So, komm her. Jetzt macht er was anderes. Oh, ich sehe nichts. Shit. So. Den ersten Treffer hat er abbekommen. Aber es wird wieder nicht reichen. Huch, huch, huch. Zu spät, um dich zu wundern, Mario. Was? Hätte wieder geklappt, ne? Wenn jetzt der Weitsprung anstelle des Stampfers funktioniert hätte, hätte es wieder geklappt. Das können wir zusammenfassend so sagen. Gut. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Jetzt hätte ich es nur noch besser ausführen müssen. Okay.
Komm her, Bowser. Ja! Yes! Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Und jetzt kriege ich ein bisschen Panik. Er hängt in den Seilen. Und ich sehe nichts mehr. Was ist das? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Jetzt ganz ruhig bleiben. Jetzt keine blöden Fehler machen. Oh shit, auf der Seite ist alles weg. Auf der Seite ist alles weg. Ah! Okay. Er oder ich? Er oder ich? Er oder ich? Jetzt komm rüber. Komm rüber. Jede Attacke, die er jetzt macht, könnte mich töten. Er kommt hierher. Aber jetzt habe ich nichts mehr, wo ich hingehen kann. Und das war's. So. Also auf ein neues. RNG, Bowser. Ja, ich kann ihn echt nicht lesen. Du kannst echt nicht... Bowser, was hast du gemacht? Du kannst echt nicht lesen? Was steht, wenn der jetzt aber erstmal alle Bodenplatten wegmacht, habe ich ein Riesenproblem. Hör bitte jetzt auf damit. Keine Bodenplatten mehr kaputt machen. Perfekt. Das war schon Treffer Nummer 2. Jetzt haben wir eine richtig gute Chance. Jetzt haben wir eine richtig gute Chance. Ah, jetzt hatte ich gehofft. Oh, nein! Doch, das ist meine Chance! Das war's! Wir haben es wirklich ohne Safe States geschafft. Boah! So long, Bowser! Beaten again. Take the star, but I'll be back in another game. Der Star ist da. Und wir haben es ohne Safe States geschafft. Einen Bowser-Kampf. Ja, ich werde... Warte mal, jetzt war ich mal Safe State. Wenn ich gegen seinen Schwanz laufe, kriege ich dann... Nee, kriege keine Energie abgezogen. Aber was, wenn ich jetzt sterbe? Oder sollen wir ihn mal mit einem geschickten Lavasprung holen, den Star? Oh yeah. Case. Oder auch Kase. Was hast du hier für einen Job gemacht? Du schlitzohriges Schlitzohr, du. Tools. Pilzinsel 64. Oh, da haben... Natürlich haben auch... Leute geholfen, ne? Und Programme und Gedönse. Ah, so, entschuldigt, ich bin noch ganz geflasht. Ja, schöner Bowser-Kampf. Guter Bowser-Kampf. Gegen RNG-Bowser. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich es in Wahrheit auch wirklich irgendwie beeinflusst. Oh, guckt mal, Bowtoads. Es gab viele schöne Level. Highlight war für mich sicherlich Welt 5. Ich glaube für die meisten anderen auch. Aber es gab auch immer mal wieder Welten mit diversen Highlights, das muss ich wirklich sagen. Welt 8.3 hat mir ganz gut gefallen, auch wenn da sicherlich die schiere Länge des Levels ein bisschen fies ist. Ist es doch sehr, sehr gut gestaltet. Boah, ich muss gerade überlegen, weil es gab so viele Level. Es gab aber wirklich einige, die ziemlich outstanding waren, das muss ich wirklich sagen. Auch das N64, wo der Nintendo 64, da stand dieses Spielzeuglevel, war eigentlich ganz nett. Hatte auch so seine fiesen Fiesigkeiten, aber war mit Sicherheit alles ganz nett. Das Kühlschranklevel wiederum und der Sandvogel und auch das Casino-Level
waren jetzt wieder weniger meine Highlights, sag ich mal. Das sind so Level, die ich sehr stark kritisiert habe, insbesondere den Sandvogel. Welt 8-4 hat am Ende ein sehr, sehr fieses Gimmick hier, dass du mit der Rakete da auf diese sich bewegende Plattform musst, weil was du nicht siehst, wie sie sich da gerade in dem Moment bewegen. Das ist ein bisschen schwierig. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Vielleicht war es aber auch nicht so gedacht, das weiß ich immer noch nicht. Thanks to all supporters, ja. Danke an alle, die hier mitgewirkt haben, die geholfen haben, das hier zu verwirklichen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, das ist ein toller Hack. Also, Kase ist ein Genie, das hat er auch diesmal wieder gezeigt. Es gibt immer mal wieder Dinge, wo ich denke, da hättest du drauf verzichten können, musste das mit rein. Aber ich muss auf der anderen Seite auch immer wieder sagen, natürlich bin ich absolut nicht die Zielgruppe von Kases Hacks. Das sind ganz andere Leute, die das Spiel wirklich verinnerlicht haben, denen das wirklich so in Fleisch und Blut übergegangen ist, die das Speedrun können. Das ist natürlich auch die Zielgruppe von Kase und nicht ein Casual Gamer, der sich gerne mal über Mario-Spiele lustig macht oder so. Das ist natürlich auch vollkommen klar. Insofern brauche ich mich da nicht wundern, wenn ich da nicht besonders gut durchkomme. Nichtsdestotrotz, mir würde es manchmal schon besser gefallen, wenn solche Hacks auch für Leute wären, die Mario 64 vielleicht eher ein bisschen casual spielen, die vielleicht nicht so sehr an ihre Grenzen gebracht werden wollen, sondern einfach ganz gerne mal ein nettes Spielerlebnis haben wollen. Und das ist dann immer, dafür hatte mir jetzt dieser Hack zum Beispiel wieder viel zu viele Schikanen, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist demotivierend. Aber ja, wie gesagt, ich muss auch nicht unbedingt die Zielgruppe von diesem Spiel gewesen sein, insofern geht das in Ordnung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du das hier gemacht hast. Das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen. Wie es bei N64-Spielen halt manchmal so war, ich komme jetzt wieder nicht zurück. Der Endscreen of Dead, sozusagen. Ja, macht ja nichts. Es freut mich, dass der Goomba am Ende noch aufgeknüpft worden ist. Und jetzt würde ich euch um euer Feedback für dieses Spiel bitten. Ja, ich weiß, ein sehr, sehr kurzer Part. Aber was soll ich jetzt noch machen? Alle anderen Bosse auch ohne Save States machen? Wäre so eine Maßnahme gewesen, hä? Huh? Aber werde bin ich so etwas zu tun? Nein. Ich denke, Super Mario 64 Land wird es jetzt nicht ganz in meine Top 3 oder Top 4 oder Top 5 vielleicht sogar von Mario 64 Hacks schaffen. Aber es ist ein guter Hack. Definitiv, das muss man sagen. Super tolle Arbeit, die du dir da gemacht hast. Richtig, richtig toll geworden. Und ich werde mir auf jeden Fall mal ein Playthrough von dem Spiel ansehen von Leuten, die das wirklich können und dann wahrscheinlich wieder staunen, wie sie manche Sachen gelöst haben. Hab ich noch eine Lieblingsverwandlung? Gibt es da noch irgendetwas, was ich sagen möchte? Ich glaube, von all den Verwandlungen, was hat mir da am besten gefallen? War es vielleicht sogar Katzen-Mario? Könnte es Katzen-Mario gewesen sein? Oder war das auch bei dieser Vaporwave-Geschichte mit diesem Supersprung? Eigentlich war der viel cooler. Als ich ihn dann endlich mal kapiert hatte. Nicht so anfreunden konnte ich mich auf jeden Fall mit der Rakete. Bis zuletzt nicht, das hat man gemerkt. War nicht so mein Fall. Aber naja, so ist das halt. Aber trotzdem, viel, viel zu mäkeln habe ich nicht. Außer Sandvogel. Sandvogel. Sandvogel! Scheißding. Also, schon in Mario Sunshine. Der Sandvogel war einfach eine schlechte Idee. Egal ob von Nintendo oder von dir. Ja. Dann klinke ich mich an dieser Stelle aus. Verabschiede mich aus einem relativ kurzen Part. Dem finalen Part von Super Mario 64 Land. Bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns schon ganz, ganz bald wieder mit der Rückkehr des C64 Projektes. Da fange ich mit Usagi Yojimbo an. Und der nächste Hack, den wir zeigen werden, wieder von Kase. The Missing Link, ein Zelda-Hack. Oh, ich freue mich drauf. Wird auch eine relativ moderate Länge haben. Ist aber auch blind, habe mich also wirklich noch nicht spoilern lassen, obwohl ich sehr, sehr, sehr gespannt darauf bin. Aber der wird kommen. Womit es jetzt aber vorrangig weitergeht, bevor jetzt Usagi Yojimbo und Missing Link starten,
Ich will das 10-Jahres-Special beenden. Das wird jetzt also euch die nächsten Tage, Wochen noch ein bisschen erwarten, bevor 11. November ist und es ein 11-Jahres-Special wird. Ja, da setze ich mich dann jetzt mal ran. Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal und ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Hack. Bis dann. Und auch vielen Dank für euer Feedback. Also ich habe ja schon viel über die Level gelesen tatsächlich. Bevor ich mich jetzt hier ganz verabschiede, ich habe schon viel über die Level gelesen. Ihr habt ja sehr, sehr oft eure Meinung eigentlich über die Level geschrieben. Super tolle Kommentare. Fawful möchte ich hervorheben, Luke Millot möchte ich hervorheben. Aber auch sicherlich Alufe und Dark Gamer natürlich. Bei Hydrumpex. Letztens hast du noch gesagt, ich habe deinen Namen richtig. Ich glaube Hydrumpex, ne? Ja. Bei dem möchte ich mich bedanken für den CDI-Game-Counter. Natürlich, klar, logisch. Ganz klar. Coole Geschichte. CDI? CDI-Audio-Spam-Counter. Genau. Und natürlich bei Ekosare für Safe-State-Zählen. Heute leider nicht so viel für dich. Sorry, tut mir leid. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.